Ich dachte, Lippo ist Lippo. Aber dieser Tattoo ist ein echter Power-Lippo. Airline 1500 mAh, 75C Lippo wurden bisher verstärkt mit Aluplatte und Standard-Akkuform ausgeliefert. Dieser wiegt etwa 195 Gramm. Der Square aber ist fast quadratisch, 50 x 50 x 41 mm und wiegt nur 176 Gramm, weniger als der Standard-Lippo. Wegen der Breite braucht man vielleicht ein längeres Klettverschluss, sitzt aber perfekt auf einem X- oder Stretched X-Frame. Hier sieht man meinen Gap LX Leopard mit stromhungrigen RS 2306 2750 kV Emax Motoren. Der Tattoo Square passt perfekt auf dem Frame, mittig unten. Der Racer bringt mit 140 Ampere jeden Akku zum Glühen, aber der Tattoo wird lauwarm. Nun ist das mein bestes Lippo mit voller Kraft bis zur letzten Milliamperestunde, geeignet für jeden High-End Power Racer. Ach ja, und hier noch der 5S Tattoo, auch ein Power Beast für 5S Quads. Die gleiche Kapazität wie der 4S Tattoo Square, aber halt wegen 5S ist er 236 Gramm schwer. Noch nicht getestet, aber bestimmt genauso gut wie der 4S. Und weil 6S auch sehr interessant ist, hier der 1300 mAh Tattoo, auch mit 95C für den schnellsten Power Racer geeignet. Die Zellen sind im Vergleich zu 4S etwas flacher und er wiegt 239 Gramm. Von der Größe her aber gleich groß und schwer wie der 5S mit 1550 mAh. Endlich ein Lippo, der bei 140 Ampere Last sich nicht überhitzt.